Willkommen im nächsten Part von The Legend of Zelda. Kein weiterer Titel, weil es der erste Teil ist. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht, ein paar Monatchen, ne, ganz klein wenig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir den Dickdogger besiegen wollten. Und dieses Mal weiß ich auf jeden Fall den Namen. Beim letzten Mal musste ich für den Titel auf jeden Fall nachgucken. Und was ich auch noch weiß, ist, dass uns die nötigen Bomben fehlen. Oder brauche ich dafür noch was anderes? Ich meine, war das nicht der Typ, der eine Flöte gebraucht hat oder so? Ich muss ehrlich zugeben, es ist schon gefühlt 100 Jahre her. Ich hab keine Ahnung mehr, was wir alles tun müssen und was nicht. Aber wir können auf jeden Fall mal durch den Dungeon jetzt nochmal suchen nach der langen Zeit. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ist halt die Frage. Oben auf der Karte gibt es auf jeden Fall was. Und da könnte ja natürlich das Nötige sein. Ich habe halt noch in Erinnerung, dass wir Bomben brauchen. Und das könnte tatsächlich sein, dass wir vielleicht irgendwo hier oben suchen müssen oder sonst wo. Leider ist es halt leider noch nicht so wie in A Link to the Past, wo man gegen eine Wand schlagen kann mit dem Schwert. Jetzt muss ich jedes Mal Item wechseln hier. Wir werden uns auf jeden Fall Bomben suchen. Weil die kann man immer gebrauchen, selbst wenn wir sie im Moment nicht brauchen würden. Auch wenn ich mir daran nicht mehr so sicher bin, ob wir sie brauchen oder nicht. Ja. Gib. So. Oh! Oh, 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 wow. Spiel. Spiel. Alter, das Spiel hat heute einen guten Tag. Nice. Mehr habe ich nicht gebraucht. Jetzt ist die Frage, wo können wir jetzt weiter? Weil ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung. Wir waren aber da links noch gar nicht. Wenn ich das hier gerade so sehe. Ich weiß übrigens nicht, wie das damals war. Mittlerweile spiele ich aber auf jeden Fall mit... spiele ich mittlerweile mit... einem Super Nintendo Controller einfach. Mit dem Originalen. Über einen Adapter, den ich an meinem GameCube Adapter angeschlossen habe. Wundervoll. Und das war jeden Cent wert. Weil das Ding auch konsistent funktioniert. Nicht so wie, wenn ich jedes Mal... ihren Bluetooth-Adapter oder so einen Scheiß verwende. Weil das tendiert eher zum Versagen jedes Mal. So, ich sammle mal trotzdem alles ein, egal ob es mir was bringt oder nicht. Wobei, der schöne 5er Grad eben, der war ja auch gut. Oh, wegen euch brauche ich die Bomben. Na gut, okay. Ich habe nur 4. Das reicht nicht. Ja, das ist das, was abfuckt. Aber wenigstens die Karte haben wir. Also, wir haben von der Karte jetzt ja den oberen Teil, da wo wir den Dickdogger gefunden haben, da ist es Triforce. Wir müssen aber nach da links. Jetzt frage ich mich aber nur gerade, wir waren doch da links schon. Im Grunde ist die ganze Karte schon vollständig. Hm. Warte hier, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. Dann die 3. Die 2, nee, oh, ah. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich muss nach oben bei dem Auge, nach rechts gehen. Da haben wir auf der Karte noch nicht alles. Vielleicht ist ja auch da dann jetzt endlich das Item. Also, aber wenn wir schon da links da waren, warum sollen wir da hingehen? Das wäre, wenn überhaupt, eine Verschwendung von Bomben, weil wir sowieso nur 4 haben. Weil jeder einzelne Dodongo braucht eigentlich 2. 2 Bomben. Tja, wir brauchen 6. Ja, schnell! Link braucht 6. Oh nee. Ja, doch, ja, das finde ich gut. Okay, nach oben. Und da oben müsste das dann sein. Aber da sind noch die Scheißhasen hier. Oh, warum habe ich nicht dieses Add-on? Das Mikrofon-Add-on. Das könnte man doch irgendwie auf dem Emulator machen, oder? Also, ich meine, würde Sinn machen. Nicht, dass ich Emulatoren... Nein, nein. Ich doch nicht. Junge, dieser Gipto, ne? Der ist auf Streit aus. Na, genau du. Ich aber auch. Wieso lebe ich eigentlich noch, ne? Im letzten Part? Ich habe doch mit irgendwie, wie viel? Mit 2 Leben oder so aufgehört? Warum lebe ich noch? Oh, nee, Alter. Das war nicht mal der richtige Raum.
Oder müssen wir die umbringen? Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Und tschüss. Oh. Ja, die wollen einem schönen Weg abschmieren hier. Absperren. Nein! Oh Gott. Okay, ich glaube, ich gehe doch lieber. Also, das ist es nicht wert. Oh, warte mal. Ah, scheiße. Ach, dann kommen wir gar nicht dahin. Entweder das oder... Also ich habe ja 3 Bomben, die müssen ja ausreichen. Und da ich ja sowieso... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich muss wieder reinkommen in die Steuerung übrigens. Gerade solche Stellen, wo ich so eklig irgendwie in der Ecke hängen bleibe. Die werde ich jetzt erstmal hassen. Ich wollte jetzt gerade zum Auge hingehen und mich da reinbomben, weil die Entwickler gerne mal in irgendwelchen Augen in der Map Sachen verstecken. Jetzt müssen wir halt leider erstmal... Oh, warte mal. Erstmal hier schauen. Ja, sieht gut aus. Gyptos lassen gerne Bomben fallen, deswegen... Na komm hier, Attacke, Alter. Ja, genau. Darauf habe ich gepokert. Jetzt haben wir 7 Bomben, das reicht ja sogar. Hä? Hey, ich weiß noch, wie verzweifelt ich im letzten Part war. Das ist ja geil, Alter. Oh nein. Ich wurde gerade übrigens von der Tür eingesaugt. Wollte gar nicht rein. Okay, das ist ein besserer Gegner-Spawn, I guess. Stimmt, wie war das nochmal? Oh mein Shit, ich habe mal ein Video jetzt in der Zwischenzeit geguckt. Dass die Iron Knuckles hier einen unsichtbaren Link in der gegenteiligen Position verfolgen, aber dann auch wieder die Position von einem vom richtigen Link verfolgen irgendwie. Und weil dieser gegenteilige Link irgendwo auf der rechten Seite jetzt ist, wenn ich links bin auf der Karte, sind die dann halt teilweise da rechts und die anderen sind da links. Also das ist mega interessant. Also wenn ich in der Mitte aber von der Map bin, dann sind die irgendwo in der Mitte, ne? Also, oh Gott. Ja, und so grausam ist es dann hier. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Geil, Alter. Einfach nur geil. Nein! Aber ich finde es auch ganz gut, dass die das so gemacht haben, die Entwickler, weil es immer noch besser ist, als alle 5 hier zu haben. Also werden wenigstens nur ein paar hergelockt. Aber im Moment, die sind gerade geil. Die sind gerade geil auf Link. Jetzt die da oben, die haben sich jetzt gedacht, boah, ich geh jetzt da entlang. Nein! Ich hasse diese Tür. Ach, Mann. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das anstellen soll und warum muss mein Handy jetzt vibrieren. Okay, alles klar. Ich leg's mal zur Seite hier. Wo es nicht am Mikrofon vibrieren kann. Weil ich auch gleichzeitig mein Zimmer ein bisschen umgeräumt habe. Mein Mikro jetzt an meinem Hauptschreibtisch ist. Das ist eigentlich nicht so gut wegen der ganzen Vibration, wenn ich mal drauf komme. Immer vorsichtig sein, aber naja. Ach verdammt, das hätte nice sein können. Weil die ja immer schön weggedrückt werden, wenn man sie ganz von hinten erwischt. Ich geh mal darüber. Oder doch nicht. Hoho, Alter. Scheiße. Und ja, jetzt bin ich schon so gut wie tot. Im Grunde genommen. Nein! Verdammt. Wie ist das selbst mit Konzentration? Die Dinger sind einfach absolut asozial. Soll ich jetzt einfach nach oben gehen? Ich meine, die Dodongos da... Das weiß ich halt leider nicht mehr. Habe ich die besiegt im letzten Part? Oder ich sammle noch ein paar Bomben, aber lass 6 Stück übrig oder 7. Oder... Ja gut, jetzt habe ich 7.
Ja, das wird jetzt eh erst noch so ein kleiner, langsam voranschreitender Part sein. Aber mal gucken. Link. Da, wirklich mal, also... Ich glaube, ich kann übrigens Rewind drücken. Ich bin gerade aus Versehen auf den L-Knopf gekommen. Sehr gut. Okay, wir haben 8 Stück, die wir insgesamt tragen können. Also zumindest nice to know, I guess. Und die Tür kriegen wir doch sicher auf. Mit irgendwas. Ach, come on. Na gut. Da halt nett. Aber ich weiß auch nicht, wie wir jetzt hier durchkommen sollen. Also die sind viel zu hart drauf. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Alter. Nein! Verdammt. Ich weiß nicht, wie man das machen soll, Alter. Warte, ich hab Pfeile. Ich habe 129 Pfeile, die ich benutzen kann. Vielleicht hilft das. Okay, erstmal natürlich wieder durch die ganzen Räume durchgehen. Alter. Diese Scheißdinger, ne? Jetzt Spawn 2 gibt es hier, ja. Könnt ihr gerne machen, dann kümmere ich mich um den hier. Oder dann doch nicht. Das Blöde ist halt, die lassen halt irgendwie gefühlt keine Herzen droppen. Ich hoffe so ein bisschen, dass RNG so ein bisschen, ne, einen guten Tag hat. Genauso wie das Spiel gerade mit den Bomben. Weil, ja, eine Fee wäre schon schön. Aber das Spiel hat keinen Erbarmen. Das Spiel ist einfach ein Arschloch. Aber echt ein fettes Arschloch. Oder wenn bei den Iron Knuckles hier, wenn da jetzt einfach ein Timer kommen würde, ich wäre so safe durch hier. Ich will aber auch keine Bomben, wie gesagt, verwenden. Das ist auch nicht so geil. Oh, das hilft gar nicht. Oh nein. Nein! Ich will es zumindest mal wirklich so in den Rücken austesten, aber es... Ja... Die wollen halt auch irgendwie nicht. Okay, ja, das trifft gar nicht. Was ein Scheiß. Ja, da müssen wir halt versuchen, möglichst viele auf einmal zu erwischen. Aber garantiert nicht mehr in diesem Playthrough. Also nicht in diesem Leben. Im Grunde genommen, weil wir sowieso tot sind. Haben wir nicht irgendwie einen Trank gehabt? Ne, wir haben einen... Ja, okay, wir haben ein Blatt Papier. Wir müssen jetzt noch irgendeine Höhle finden in der Overworld. Aber fragt mich nicht, wo die nochmal war. Könnte überall gewesen sein. Ja. Wer hat sich die Scheißviecher ausgedacht? Das ist der letzte Versuch. Danach gehe ich wahrscheinlich einen Trank holen erstmal. Weil es sich sowieso überhaupt nicht lohnt, die ganze Zeit, na, denselben Weg zu gehen und dasselbe zu probieren. Komme ich mir auch irgendwann wie ein Idiot vor. Nein. Verpiss dich. Genauso wie der Ficker und der Ficker und der Ficker und die alle anderen auch. Ja, genau dich habe ich gemeint. Arschloch. Ja, wie gesagt, es lohnt sich nicht. Ich muss erstmal entweder Normalherzen... Das wollte ich eigentlich gar nicht. Normalherzen aufsammeln oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ja, komm, dann lass einfach mal den Dungeon verlassen und wir müssen uns merken, wo der war. Ach, der war's, okay. Absolut kein Problem. Wir müssen jetzt nur ein paar Mal nach unten laufen und hoffen, dass es wirklich funktioniert. Aber hat ja beim letzten Mal auch geholfen, nach oben zu laufen. Das Ding ist nur, ich habe vergessen,
Link? Okay, ich glaube, das wird nix. Ich habe vergessen, ob man noch runtergehen kann und scheinbar nicht. Und irgendwas sagt mir, irgendwas kann man mit den Dingern hier machen. Haben wir überhaupt ein Kraftarmband? Also wenn es eins gibt, doch, es gibt eins, dann müssten... Ja, dann, falls es das gibt, haben wir es noch nicht. Gut, wo können wir denn rausgehen hier? Nirgendwo, na super. Hier. Ja! Nice. Ab in Dungeon. Obwohl, ja, wir haben zwar Rubine. Ah, ja, die abzuschießen wäre auch nicht klug, finde ich. Aber die auch, ja, die mit dem Bumerang aber abzuhalten, bringt dann auch nicht mehr so viel. Und der Ficker will natürlich schön nach Herzen abziehen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Minigoma. Wasserspinne. Wichser! Alter. Ungefähr. Ich bin die Ruhe in Person, also... Ich bin noch nie geraged oder so in einem Spiel. Absolut nicht. Stay Mönch, stay Mönch. Oh Gott. Oh nee, nicht hier, nicht hier. Ich würde mir gerne wünschen, dass der jetzt irgendwo anders spawnt. Oder meinetwegen mich durchlässt. Ist aber ein relativ schneller Weg, dahin zu kommen. Das Einzige, was ich jetzt halt nicht ganz genau weiß, ist eigentlich, wo die nächste Feenquelle ist, außer halt eben die, wo ich jetzt hinlaufe. Und die brauche ich definitiv. Ja, die brauche ich definitiv. Du kannst auch die Fresse halten. Ah. Diese Viecher. Und hier müsste irgendwas sein. Ich meinte hier. Ach, wir können... Oh Gott, wir haben ja die Scheißkerze. Ja, nee, dann... Na, bye. Ein Stückchen Fleisch. Braucht man nicht, wollen wir nicht. Wir haben das Floß auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir den Dungeon gemacht haben. Ist alles ein Mysterium für mich. Ein Mysterium, das mein Gehirn nicht mehr zusammenknüpfen kann. Aber das finden wir schon raus, wenn wir den Dungeon, in dem wir gerade waren, noch zu Ende bekommen. Gut, jetzt müssen wir noch die eine alte Tante suchen. Die uns einen wunderschönen Trank noch verkaufen möchte. Die könnte hier drin sein, könnte aber auch nicht hier drin sein. Sie ist hier drin, sehr gut. Buy Medicine before you go. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Schön. Erstmal hier 68. Ausgegeben, aber dafür haben wir jetzt hier auf jeden Fall eine Portion, die zweifach reicht. Die blaue ist nämlich einfach nur scheiße. Die reicht nur einmal und kostet mehr als die Hälfte von dem Zweifachen hier. Außer ich habe irgendwie mein Gehirn wieder... Keine Ahnung. Im Standby gehabt. Oh, nice. Und hab da was verdreht, aber das kann's ja nicht sein. Gut, Level 4, den haben wir. Ja, easy. Das Ding hat auch ein Loch da oben. Also in, unten links auf der Karte hat's oben ein Loch. Was bei der Karte da rechts nicht ist. Aber wir haben alle Räume besucht, so wie es aussieht. So. Also, wir machen uns jetzt auf, nochmal zurück zum Dungeon und dann würde ich mal, ja, ne, weil das war jetzt auch heute nicht viel passiert ist, weil ich auch noch ein bisschen reinkommen muss wieder, würde ich jetzt auch erstmal die Dark Nuts versuchen und ja, mal nicht scheitern, wie man sieht. Ich hasse es. Weg. So. Und nach dem Punkt mit dem ehemaligen Scheitern werden wir es irgendwie bei den Dark Nuts vorbeischaffen und dann hoffentlich irgendwie die Flöte bekommen oder was auch immer uns noch fehlt. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß nicht mal, was fehlt. Fuck. Fuck.
Na komm, wenn die mir jetzt noch Herzen geben, ne? Ich würd mein Leben feiern, ganz ehrlich. Gut, ich habe zwar Alk hier rumliegen, aber so weit feiern würde ich vielleicht jetzt auch nicht. Naja. Wie viel muss mir mal hochlaufen? Viermal? Fünfmal? Ich glaube vier, oder? Oder waren das jetzt drei? Ach, halt's Maul. Angie hasst mich, Alter. Zwei Herzen verloren. Das Problem ist halt, volle Herzanzahl wäre tatsächlich eine sehr geile Sache, weil man mit vollen Herzen diesen Schwertstrahl hat. Und genau den braucht es jetzt eigentlich gegen Darkness. Vor allem gegen diese blauen Fuckviecher. Oh nein. Manchmal sind diese Gyptos echt schlau und dann kerkern die einen so ein bisschen ein. Aber dann plötzlich denkt sich das RNG wieder so, warte mal, was mache ich da gerade? Ah, ich gehe mal in die Richtung. Okay. Ich bin jetzt bereit, ich setze ein paar Bomben ein, aber nicht alle. Warte mal. Oh, das war gerade so perfekt! Okay, gib mir ein bisschen Zeit, gib mir ein bisschen Zeit. Nee, du greifst. Scheiße. Okay. Dieser kleine... Wisst ihr, die sterben nicht einmal. Nicht mal sterben können die alle. Nein! Ich muss diesen scheiß Trank schon trinken, Alter. Ich muss das scheiß Ding trinken. Junge, ich schaff's einfach nicht da... Hallo? Ach so, okay. Ich schaff's einfach nicht da durchzukommen. Ja, und jetzt ist der Trank übrigens blau und wir kriegen die Viecher doch hoffentlich jetzt langsam mal down, oder? Ich hasse diese Viecher. Die sacken einfach nur, die sind so scheiße. Ach. Okay, das ist jetzt gut, das ist gut. Ja. Aus der Entfernung, verpisst euch! Nein. Ja, guck, easy. Das Ding macht's halt so hart leicht. Im Verhältnis. Trotzdem sacken die immer noch. Weil sie jedes Mal ausweichen. Nein! Ich hasse dieses Arschloch. Miyamoto, was hast du getan? Nö. Nö, das... Nee. Ich kann nicht nochmal diesen Scheißtrank trinken. Das muss ich erstmal 10 Jahre lang so versuchen und... Oh Gott, danke. Hoffen, dass das irgendwie klappt gerade so. Okay, komm, hier. Komm, das machen wir jetzt einfach easy. Wir schlagen einfach ein paar Mal in random Richtungen und easy, guck, ne? Sogar ein Herz bekommen. Das ist der Darknut-Fight, wie man ihn sich schon immer gewünscht hat. Muss auch ehrlich sagen, ich komme nicht mit der Steuerung, klar. Aha! Da sind sie wieder die Steuerungsprobleme. Nur für dich, Manuel. Ah. Weil ich mich nur in 4 Richtungen bewegen kann. Und dann plötzlich irgendwie einen U-Turn mache, weil ich zu früh nach unten drücke. Oder was auch immer ich mache. Ich weiß es nicht. Nein! Nein! Ja? Nein! 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 Komm hier, friss. Danke. Ich darf noch einmal getroffen werden, ne? Das muss ich mir merken. Dennis! Ich weiß nicht warum, aber ich muss an den SpongeBob-Film denken, die ganze Zeit gerade. Vielleicht weil die Viecher so grauenvoll wirken. Aber mit Blubberblasenflüssigkeit so leicht zu besiegen sind. Nein, keine Ahnung. Mit dem Schwertstrahl der Blubberblasenhaftigkeit.
Nein! Noch hast du mich nicht! Oh, yeah, yeah, yeah. Ich hasse alles. Ist mir jetzt egal, ich mach das jetzt ohne Skill. Ist mir auch egal, dass es 20 Jahre dauert, bis es aufgefüllt ist. Jetzt bitte. Ja, wow, und er hätte noch einen Schlag gebraucht. Danke, tschüss. Gib mir die Flöte oder was ich bekomme. Ich weiß es nicht mal. Was bekomme ich jetzt eigentlich? Oh Gott, eins ist klar, gleich Schaden. Okay. Ich gehe jetzt nach unten und dann... Gibt es da jetzt einen Eingang? Oder Spiel? Ja, oder ein paar Zuwachs natürlich. Aber davon hat man natürlich nicht gespart, ne? Dafür hat der NES noch genug Speicher. 20 Zubats. Pro Raum. Und 50 Millionen pro Pokémon-Spiel natürlich im Gameboy. So, was gibt's hier? Ich habe leider nicht mal genug Rubine, aber... Lass mich raten. Ich habe jetzt Geld für diesen scheiß Trank bezahlt. Oh nein, oder? Ja, und jetzt? Hallo? Ich dachte jetzt eigentlich... Oder kann ich ins Auge da rein? Nö. Ja, geil. Also ich habe jetzt den Trank bezahlt, ne? Also, und habe nichts bekommen. Außer natürlich den mittleren. Junge, diese kleinen Arschlöcher, ne? Alter. Nein, Junge! Warum sind die so random? Sie sind nicht random, ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass sie scheiße sind. Oh Mann. Hier. Ja, dann wir alle weg. Es sind alle weg, genau dann, wenn ich die Bombe platziere. Es ist so scheiße. Die sind so scheiße, Alter. Boah, die können nicht sterben, Alter. Die können einfach nicht... Oh ja. Sie sterben, wenn ich sage, dass sie nicht sterben können. Deswegen sage ich das auch. Oh, was eine Scheiße. Weg mit dir. Aber sie sterben immer nicht. Sie sterben nicht. Ich sag's doch, die sterben nicht. Die sterben einfach. Nein, die sterben einfach nicht. Sie sterben einfach nicht. Du Arschloch. Immerhin sterben sie, wenn ich das sage, deswegen. Es sind nur noch 4. Und ich habe ein relativ offenes Feld, das ist mein Vorteil. Aber ich kann diesen Vorteil nicht ausnutzen, weil ich scheiße bin. Nein! Ich wollte nach links schlagen! Das war jetzt zu knapp. Habe ich irgendwas anderes, bitte? Nein, habe ich natürlich nicht. Was denke ich mir? Dass ich was anderes habe? Dass ich hier nicht gerade wieder eingekesselt werde von allen möglichen Leuten? Nein. Jetzt traue ich mich nicht in die Nähe. Mann! Die sind alle ineinander. In dem Moment, wo ich genug Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ah, warum schlage ich von vorne eigentlich? Ja, komm, ey, die wissen alles. Die können die Zukunft vorhersehen. Mit ihrer Technik, mit ihrer böser Link, guter Link-Technik. Danke. Ja. Ich habe noch eine Chance. Eine kleine, aber vorhandene Chance. Weil je weniger, desto besser. Desto besser kann ich die vielleicht treffen. Ja. Genau. Sehr gut. Ja.
Ne, ich denke vielleicht, ich reiße es nicht nochmal raus, aber ich reiße es raus, ne? Ich reiße es jetzt nochmal raus. Easy. Das war das nötige Stück an Pech, das ich gebraucht habe, um es zu schaffen. Nein! Okay, ich sollte meine Klappe halten, bevor ich noch irgendwas noch versauere. Aber er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Jeden Augenblick befindet er sich unter den Toten. Ich wollte sagen Toten, denn unter den Toten. Ja. Ja, denk. Ja, Steuerung, Steuerung. Du bist geil, ich liebe dich. Das hätte da sein können, der. Ja, der letzte Schlag. Oh my shit, Alter. War das nicht die Stelle, wo ich gestorben bin? Das war die Stelle, wo ich gestorben bin. Ich weiß nicht, ob es bei den. Ach, das war sicher bei den Dark Knights, Alter. Fucking Zubat. Ich lass mich doch nicht von einem Zubat umbringen. Falls ich ein halbes Herz hatte und trotzdem umgebracht wurde. Ich hasse mein Leben. Aber wir haben es geschafft. Wir können den fucking Dungeon schaffen. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Cliffhanger. Weil ich ein Arschloch bin. Und deswegen werden wir im nächsten Part jetzt aber wirklich mal Dick Dogger besiegen. Und diesen scheiß Dungeon endlich hinter uns bringen. Endlich. Und vielleicht nochmal eine kleine Rechnung anschieben, wie viel Herzen wir noch durch Dungeons bekommen. Und wie viel über die Overworld. Das aber alles im nächsten Part. Bis dann und ciao. Endlich können wir Zelda 1 mal weiterspielen.